Die sechste der sieben Welten von Banjo-Dreamy trägt den Namen Memory Meadows und fasst die vorherigen fünf Welten zusammen. Es gibt fünf Unterbereiche, die man jeweils als Banjo und als Bienenverwandlung erkunden kann. Und in jedem Unterbereich gibt es eben fünf Noten. So, und nachdem wir die Bereiche 1 und 2 bereits gelöst haben, haben wir folglich 10 Noten am Start. Und jetzt geht's weiter mit dem Bereich 3, der natürlich, ihr seht es, auf Sparkling Springs, ist die Strandwelt, ne? Aufbaut und inspiriert. Ich sehe hier vor allen Dingen ein großes Meer, ganz viel Wasser, ja? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel hat die Biene zu bieten in dem Bereich. Ich muss aber vorsichtig sein, die Energie, ihr seht es selbst, sehr mau. Da geht's schon mal rein, ja, dann machen wir das doch erstmal. Ach ja, und eins ist noch ganz wichtig, ihr habt mir auch gesteckt, dass ich noch Mumbo-Schädel sammeln muss. Am Ende brauche ich nochmal 20 Stück und ich habe gerade mal 2. Gut, einen weiß ich wirklich noch auf der Mondwelt. Ich hatte gehofft, ich brauche die nicht alle, aber doch. Anscheinend braucht man jeden einzelnen. Auf jeden Fall sagt mir halt Bescheid, wenn ihr wisst, wo ich einen Mumbo-Schädel vergessen habe. Denn ihr sagt mir das immer so lieb. Und ich war so, ich weiß nicht, Mumbo-Schädel abweisend, weil im Hauptspiel brauchen wir die, keine Ahnung, nicht so zwingend hier schon. Und ich habe die immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist der Preis. Das bräuchte ich jetzt, da ist ein extra Leben, aber hart versteckt, das werde ich garantiert nicht wagen. Weil Leben habe ich genug, nur Energie nicht. Und wenn ich sterbe, finde ich meine Sachen. Was soll ich das denn machen? Gott, kann man die weglocken? Muss ja. Kann ich da erstmal landen irgendwie? Glaub nicht, ne? Vielleicht. Ja, aber die müssen alle weg. Leben am Limit. Wow, der kann sogar da durch. Da gönne ich mir doch am besten nochmal ganz kurz ein State, weil das kann sonst echt in die Hose gehen. Tut mir leid, ich will es ja nicht überstaten und so, aber scheißig. Es ist definitiv knifflig geworden. Ganz genau. Jetzt mal den ganzen Stuff sammeln. Ohne mich an der Stelle. Komm, erfolgreich landen. Okay. So viel dazu. Und jetzt noch die leere Honigwabe. Das ist natürlich auch ein bisschen tricky. Wäre das hier Banjo-Tooie? Dann könnte ich einfach schießen. Aber ihr habt schon richtig erkannt, das ist nicht Banjo-Tooie hier. Ah, sehr. Da will ich es dann doch nicht riskieren. Sind das jetzt 4 Stück? Ich sehe leider. Oh, nein, ey. Ja, was will man machen, ne? Den hier? Das geht absolut nicht. So, alle ran. Aber nicht weiter folgen, ne? Und jetzt gut landen. Genau so will ich das sehen. Eine backt noch in der Wand, also bloß vorsichtig. Jetzt werde ich mich nochmal genauer umschauen. Nur um sicher zu gehen, dass wir hier womöglich alles haben. Ganz kurz wegen den Safe States hier so tack, tack. Und schon kann ich eine Videobearbeitung wieder synchronisieren. Ihr wollt ja nicht, dass die Stimme zu früh oder zu spät kommt, gemessen an In-game Gameplay. Es ist halt so saugefährlich hier. Es ist auch nirgends. Kann ich in die Häuser rein? Es ist auch nirgends eine leere Honigwabe. Ach, eine volle. Ja, eine leere Honigwabe ist schon da. Eine volle Honigwabe zum Energie wieder auffüllen. Das ist. Ja, nicht so einfach macht. Na gut, dann hat dieser Bienenstock eine Note und eine leere Honigwabe zu bieten. Ich weiß nicht, der Sap-Bereich sieht halt ein bisschen mager aus.
wüsste nicht, wo ich noch groß gucken soll. Ja, viel auf dem Wasser, ne? Aber Banjo-Kazooie müssen ja auch irgendwo hinkommen. Oder war das vielleicht sogar alles für die Biene? Ich guck mal, wie weit kann ich raus? Gar nicht so weit. Dann guck ich mal, gibt's unter Wasser etwas? Das ist ja so ein Dude. Das ist auch so ein Dude, die sind einfach da, ne? War das der Eingangsbereich? Als ob! Wo sollen denn hier 5 Noten sein? Egal mit wem. Ihr beliebt doch zu scherzen. Ich sehe hier nichts. Ja, das ist so ziemlich bislang fast schon die nervigste Welt eigentlich. Aus offensichtlichen Gründen. Sie hat nichts Eigenes. Selbst das, was sie referenziert. Ist das überhaupt ein Wort? Wisst ihr, wie ich es meine? Wenn sie etwas nachbaut, dann macht sie das schlechter. Ich fliege hier rum und ich finde nichts. Ich fliege höher am Berg. Und finde nichts. Da war der Bienenstockeingang. Das ist die Spitze. How about no? Als ob die Welt komplett anders wäre, wenn ich mit Banjo-Kazooie hier bin. Aber genau das werde ich, denke ich, mal probieren. Geben die Muscheln eigentlich Honigwaben? Das ist absolut strange, wenn ich mit Banjo-Kazooie hier bin. Kann ich um die Insel mich mit denen kloppen und... nicht viel mehr. Mumbo, verwandel mich zurück. Vielleicht ergibt sich das ja dann. Oh nein, you don't. Crazy denklich, was? Es würde mich doch sehr wundern, wenn irgendwie dann im dritten Bereich nur eine Note wäre. Vor allem Mumbo-Schädel. Ich brauche Mumbo-Schädel. Ja, ist die Wahrheit. Give it to me, said Mumbo Shadles. Nur vorsichtig. Kein Bock auf Bullen. Ich werde mir die Muscheln vorknöpfen. Die sind zwar ein bisschen zähe Gegner, aber ich glaube, zweimal draufhacken und dann sind sie besiegt. Und ich glaube, die geben Honigwaben. Das wäre optimal, dass ich da mal ein bisschen sicherer wieder bin. Blöd, die Kamera will nicht. So, jetzt aber. Komm mal her. Alles klar. So können wir das lösen. Das ist quasi eine Refreshing Area. Da ist eine Erhebung. Ja, es gibt Pro und Contra Banjo Dreamy. Es gibt alle möglichen Meinungen zu diesem Hack. Viele vermissen die Puzzleteile, aber ich habe auch schon mitbekommen, der Entwickler Logo hatte einfach irgendwie Probleme. Der Entwickler Logo, der wusste da nicht, sich zu helfen. Er sagte aber, in seinem nächsten Projekt sind Puzzleteile drin. Mit anderen Worten, er arbeitet schon am nächsten Projekt. Ja, aber wenn von Puzzleteilen die Rede ist, meint er auch mit nächsten Projekten neuen Banjo-Kazooie-Hack. Also das Einzige, was mir auffällt, ist das da. Ich bin jetzt mal so frei, ich kann ja mit Banjo-Kazooie tauchen. Mit der Biene geht das absolut nicht. Von der Seite... Oh, Kamera, Kamera! Da ist was! Das muss es sein. Warum versteckt man das nochmal separat? Wenn ich fragen darf. Gucken wir doch mal, was es hier gibt. Lava. Überall diese Dudes, die gehen mir langsam auf den Schnürsenkel. Die waren in der anderen Abschnittswelt halt auch schon vertreten.
Okay. Na, Bernd. Mahlzeit. Gott, wo geht's denn hier los? Klar, auch der Puzzle-Untergrund. Haben wir so in der dritten Welt gesehen. Sehr lecker. Muss ich darüber springen? Als ob. Sehr gewagte Sprünge hier. Nee, da geht's weiter. Ah! Musst du gucken! Mach die Augen auf, dann siehst du den Steg! Okay, da hätte ich jetzt. Spätestens jetzt hätte ich Energie. Naja, aber wenn ich in Lava falle, bringt mir Energie auch nichts. Deswegen ich das am besten gar nicht erst mache. Ich werde auch hier kurz ein State setzen, man weiß ja nie. Der Gedanke lehrt mir halt das Fürchten. So, ich könnte hier entlang. Da geht's auch irgendwie rein. Holy fuck. Eine Welt, wo es irgendwo reingeht, wo es irgendwo reingeht, wo es irgendwo reingeht, wo es irgendwo reingeht. So, jetzt sind wir im Inneren eines Schiffes, oder? Oder was? Das wäre nicht so schlimm, wenn ich ab und zu mal eine Note bekommen würde. Eine in dem Bereich wäre halt schon mal was. Aber irgendwie wird damit echt gespart. Was ist alles? Was ist hier dahinter? Diese Goldfedern bewacht wie der Heilige Gral. Jetzt noch weiter. Da ist die Note. Wollt ihr mich eigentlich total zum Narren halten? Die übertreiben doch maßlos inzwischen. Zur Frage, ist jetzt hier noch was weiter? Irgendwo muss ja. Die Matrosen sind leichte Kost. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das wär's hier gewesen. Also es gab auch die Diskussion, weil ich gesagt habe, der bisher beste Hack und so. Es sind einige Banjo-Kazooie-Hacks in der Mache. Sehr vielversprechend sieht auch aus. Banjo-Kazooie Returns! Aber das ist halt noch nicht fertig. Und in all den Jahren, in den letzten 10 Jahren, habe ich so viele angekündigte... Yay, eine Note! So viele angekündigte Banjo-Hacks gesehen. Aber... Welche wurden fertiggestellt, ja? Nicht allzu viele. Wirklich, der einzig erwähnenswert ist jetzt der hier. Deswegen zelebriere ich das ja so ein bisschen. Mal sehen, wenn zum Beispiel Banjo-Kazooie Returns kommt, ob da auch ein Let's Play fällig ist. Aber wenn hier jetzt nicht irgendwie was ist. Da ist nichts. So, überall scheint die Sonne rein. Es sieht auch ein bisschen so aus, als wäre es das gewesen für den Moment. Oder ist da noch was? Check mir doch noch eine Note ab, ey. Viel mehr Wege finde ich jetzt auch nicht mehr auf Anhieb. Um nicht zu sagen, ich glaube, das war's hier. Könnt ihr nochmal an den Felsen schwimmen? Eine fehlt noch. Schade, dabei sah es hier eigentlich schon gut aus. Oder wo soll noch was sein? Ich könnte mich hier weiter umschauen, aber andererseits... Ach, ich weiß nicht.
Wir gucken nochmal. Schnappt ihr kurz Luft? Nee, da draußen ist halt wirklich nichts. Entschuldigt meine Unentschlossenheit. Aber noch eine Note und dann haben wir auch diesen dritten Bereich abgehakt. Jetzt gehe ich das nochmal systematisch durch. Was sind unsere Möglichkeiten? Was sind unsere Wege? Warum guckst du, Dumpfbacke, nicht direkt richtig? Na ja gut, ich habe jetzt das jetzt echt... Also ich habe auf diese Schirme geachtet. Ich habe jetzt wenigstens alles... Ich habe schon auf die Schirme geachtet, aber... Man... Ja gut. Also ich habe vorhin auf jeden Fall nichts gesehen. Jetzt ist mir so ein Mumbo-Schädel ins Auge gesprungen. Na, ist mir recht. Ist mir recht. Wird schon wieder ein bisschen geschnibble. Aber was soll's. Himmelhilf. Also hier kann man wirklich von einem steigenden Schwierigkeitsgrad sprechen. Und ich bin ja ein alter Banjo-Kazooie-Suchti, ne? Muss man mal ganz ehrlich sein. Ich bin schon ein ziemlicher Freak mit Bär und Vogel. Ich mag die Viecher. Mehr als jeder andere. Denke ich mir zumindest. Mehr als ich sollte. Bin ich mir fast sicher. Aber so von den... Vom Sammeln, vom Schauen und vom... Ich weiß nicht, auch Springen, die Geschicklichkeitspassagen. Wurde ich da noch nie so gefordert. Ist witzig. Highlight Hates kommt jetzt also wieder dran. Mehr oder weniger zurück in die Eiswelt. Wobei ich jetzt hier gar keinen Eingang sehe. Doch, dahinter. Erstmal in Bär und Vogel gestellt. Direkt ein UFO, Schneemann. Holy shit. Gott, hier ist wieder einiges los. Die Brücke ist eingestürzt. Hier kann ich lang. Ja, moin. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo hätte abspringen können. Ich gehe erstmal den offensichtlichen Weg. Mann! Zu viele von eurer Sorte. Jetzt kriegt die Energie hinterhergeschmissen, ne? Nicht gut gebalanced, würde ich da fast sagen. Na, dass wir so... Schneemann-Dude. Überall sind Schneemann-Dudes. Was zum Teufel? Sind so viele für meinen Geschmack. Wir können die ja nicht killen. Ohne den entsprechenden Move. Shit, ich habe total die Orientierung allmählich verloren. Aber vielleicht fällt mir das von oben einfacher. Wozu soll ich auf diese Stufe, damit ich hier hin kann? Hinauf! Gott! Bootcamp für Banjo-Kazooie sucht dies. Finde ich gut. Hä, da komme ich nicht. Wo wollen die denn, dass ich hingehe? Hierhin kann ich dann da hoch und... auf die andere Seite tatsächlich. Die ganze Zeit wirst du beworfen. Ich kill die halt alle, weil es wird sonst ungemütlich, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Da ist die erste Note. Yeah! Dann zählt mal fleißig mit. Eins. Jetzt aber noch höher, oder? Fragt sich, wie komme ich da hin?
Ist das eine gute Idee? Das ist keine gute Idee. Das ist quasi so ein eigener Bereich, wenn du so willst. Muss die entsprechende Richtung dorthin erstmal gehen. Den entsprechenden Weg erstmal finden. An der Stelle ein kleines Säfchen. Bin ich hierher gekommen? Was ist denn das jetzt? Oh ja. Hier bin ich hergekommen. Aber macht ja nichts. Da sind Stufen. Uah. Dann gehen wir erstmal den Weg. Ja, aber trotzdem fand ich jetzt die Strandwelt schlecht umgesetzt. Ganz im Ernst. Die hier ein bisschen besser. Die ist aber nicht zu kalt hier, das Wasser. Doch. Ich hab durch. Ja, ich kann hinter den Wasserfall. Was zur Hölle macht ihr denn? Mumbo-Schädel will ich auf jeden Fall. Und meistens ist er auch der... der Weg zum Puzzleteil. Ach, zur Note. Ich finde die Noten im Banjo Dreamy oftmals schwieriger als so manches Puzzleteil im Originalspiel. Das ist schon eine Hausmarke. Da geht's los. Hier wird zwar gelacht, aber ich sehe keinen. Oh, Freunde, wer zuletzt lacht, ey. Der hat den Witz als letztes verstanden. Sieht sogar ziemlich giftig aus, die Brühe. Jetzt sieht man hier Banjos Schatten auch nicht so gut. Suboptimal. Und ihr wollt mir erzählen, das war jetzt alles für ein Mumbo-Schädel. Hi. Was zur Hölle, Mann? Kann vermutlich irgendwie oben auch hier hin. Und stürzt dann hier runter? Fuck. Und ich dachte, ich habe was Cooles gefunden. Ha 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 ha. Direkt ins Eiswasser gelassen wird. Ich habe auch keinen Peil, wo, wenn Schneebälle kommen, von wo. Und in welche Richtung ich schreiend, ja, siehst du, mit erhobenen Armen weglaufen sollte. Sehr schön, dass der Weg hier so ziemlich einen Scheiß bringt. Das ist zu weit, ne? Sehr vorsichtig sein, da unten ist was. Gott! Man stresst mich doch nicht so. Speichern und wagen. Dankeschön dafür. Oh, das ist sehr nett. Es ist für meinen Geschmack auch zu viel gestate, aber... wenn das Spiel halt so ist, du verlierst ganz schnell ein Leben und musst halt alles nochmal machen. Also so finde ich es nicht gut gebalanced, nee. Also ich gönne mir hier den harten Schwierigkeitsgrad und alles, ne? Kein Ding. Aber ich finde es halt wirklich, es ist zu hart geworden am Ende jetzt. Auch wenn es ein bisschen läppig aussieht, das ist es nicht. Du kannst ja nicht mal gucken, ohne einfach einen Schneeball in die Fresse zu kriegen. Und einfach in den Death zu stürzen, musst du ganzen Scheiß nochmal machen. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss, damit ich irgendwie... woanders mal hin kann. Wo war ich? Und wenn ich jetzt zu dem gehe, kann ich noch nach unten zu der Note, oder nicht? So. Note 2 dieses Bereiches. Jetzt muss ich an ihm vorbei. Mich halt an den Kniescheiben.
Boah, ja, normal. Wo war denn das mit dem ganz weit oben? Da war grünes Gras oben drauf. Das finde ich sehr spannend eigentlich. Das war das. Das heißt, ich nehme den Weg. Fliegen mir die Dinger links und rechts um die Ohren. Könnt ihr doch nicht machen, ey. So, nochmal fürs Protokoll, ne? Hier war ich noch nicht. Nee, hier war ich noch nicht. Jetzt auch kein Bock, dass einer von den Klicklockwood-Schnabeltieren mich da kriegt. Ein wunderbarer Parcours. Die hoffen, dass du irgendwann die Nerven verlierst, irgendwann ein Fehlerchen machst oder diesen Eisblock hier übersiehst. Wobei, wenn du falsch von dem getroffen wirst, fliegt Banjo unweigerlich runter von dem Rückstoß. Da kommen schon wieder irgendwelche Schneebälle geflogen. Das könnt mich mal, ihr Schneemänner. Das regt mich mal voll auf. Wenn ich mal einen Move hätte. Es ist zwar ein bisschen optimistisch gedacht, obwohl, hier gibt es auch rote Federn. Weil er oben grün war, hätte ich vielleicht gedacht, er wäre... Was sieht er schon? Warte. Wait for it. Spiral Mountain mäßig. Es ist Bottles! Ich dachte mir so, das kann ja nicht sein. Hier ist auch eine Flugplatte. Geil! Jetzt gib mir die Attacke. Zeit für ein bisschen Luft-Action. Mit dieser... Weiß nicht, Pieksbombe. Erzähl mir mal. Wenn du fliegst, drücke B, um Kasui auf ein Ziel schießen zu lassen wie eine Rakete. Such dir deine Ziele sorgfältig aus. Es kostet eine rote Feder jedes Mal, wenn du es benutzt. Und deine Energie ist ein bisschen niedrig. Ich fülle sie dir auf. Nice, jetzt können wir dann doch kurz einen Prozess machen mit den Kollegen. Vor allen Dingen uns in Ruhe umschauen. Ach, Kinder, hätte man das gewusst, wäre ich natürlich zuerst hier lang gegangen. Jetzt ist die Frage, es wäre natürlich praktisch, wenn einfach unter denen die eine oder andere Note liegt. Ich werde auf jeden Fall alle killen. In der originalen Schneewelt war es ja nicht möglich. Jetzt ginge das, nur da können wir nichts mehr finden. Oder sind die so gemein und verstecken da Mumbo-Schädel, dass du jetzt, nachdem du hier in der Welt warst, den Move gelernt hast, zurückgehst und Bumbo-Schädeln sammeln kannst. Das wäre fantastomatisch. Goldene Feder. Was wäre eine Option? Nicht für, ich weiß, was eine Note ist. Ich hole die gleich. Also, dass es mehr Bumbo-Schädel im Spiel gibt als nötig. Dass du halt da notfalls auffüllen kannst, wenn du halt den Weg auf dich nimmst. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal nachschauen. Naja, doch, rote Federn habe ich ja eigentlich genug. Jetzt fehlen hier aber immer noch zwei Noten. Die nächste Frage wird sein... Die nächste Frage wird sein, brauche ich irgendwo für die Biene? Bislang habe ich noch gar keinen Grund gesehen, warum wir hier mit dem dicken Wummer-Sumsel-Prumsel hin sollen. Ach, bitte. Eine leere Honigwabe. Zwei Stück und damit haben wir, egal was die Anzeige rumbackt oder nicht rumbackt, alle leere Honigwaben des Spiels. Verdammt, damit ich wieder fliegen kann, muss ich wieder zur Flugplatte zurück. Aber diesmal um einiges ungefährlicher, wenn die Schneemänner erledigt sind. Gut. Nächster Versuch. Bitte nicht irgendwo landen. Ich habe unten noch einen Schneemann gesehen. Frag mich zwar, was sollen die noch Atemberaubendes für uns breithalten?
Aber ja, mal sehen, ne? Das ist auf. Das UFO ist auf, aber ich kann doch jetzt nicht aufhören zu fliegen. Da ist eine Flugplatte. Habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Die Musik ist jetzt auch vorbei. Da ist der Schneemann, den ich meinte. Warum ist die Musik jetzt aus? Bin schon zu lang hier. Oh. Die Musik loopt nicht, sondern ging einfach nur, keine Ahnung, eine halbe Stunde und ich bin schon so lang hier. Ja, gut. Sehr nice. Gut, dann erkunde ich noch das UFO. Kommen wir dann relativ schnell wieder hoch, nicht wahr? Oder ich war halt schon zu nah dran hier an dem Gesocks. Noch ein Schädel. Aber erstmal schauen. Da sind die Aliens mitten im Mischpult. Alles klar. Sehe schon zwei Schädel. Hervorragend. Ich kann pokern. Ich komm Bochum. Sehr dramatische, creepy Mucke auf jeden Fall. Was soll ich denn da? Wie viele Schädel sind denn hier bitte? So, erst habe ich die Schädel ignoriert im Spiel. Jetzt wage ich mich in größte Gefahren. Ohne Scheiß. Warum halten die hier ihre Stiere? Ah, die Mutantenkrabben. Hast du auch einen Schädel? Nein, ich finde dich mal rein. Die sind noch größer als die eigentlich schon bekannten mutierten Krabben. Ja gut. Vielleicht deswegen auch die ganzen Schädel. Schon wieder? Hä? Oder habe ich den schon gesehen? Wo ich da denn hin? Das würde ich doch ganz gerne mal ganz kurz... zu risky. Ach, hier auf der Rückseite gibt's sie nicht. Was war das? Okay, die Mucke geht mir auf den Keks. Oh, eine Note. Womit habe ich das verdient? Was ist nicht verdient? So, what the fuck? Aber ich hab oben... Ich hab da sicheren Boden? Ich weiß es nicht genau. Werde ich gesaved? Aber wisst ihr, wie weit weg ich wieder bin? Das können wir so natürlich nicht stehen lassen. Und ich muss einmal hier... Tack, tack. Dann... Oh Gott, like. Glaubt mir, ich will wirklich keine Safe-States benutzen. Das immer wieder zu synchronisieren mit einem Heidenspaß. Tack, tack. Es verschiebt sich immer um eine Millisekunde und das summiert sich halt einfach. Hä, aber wenn das so rutschig ist, übertreibt ihr da nicht irgendwie so ein bisschen? Ich halt im Huckepack laufen, ne? Aber hä? Guck mal, ich sehe doch gar nichts. Also es gibt schon ein paar Kritiker von dem Hack. Unter euch auch. Und ihr kritisiert genau sowas. Dass zu viel Wert gelegt wird auf extreme Sprungpassagen. Aber meine Herren, ich mach's halt mal mit, ne? Die Scherzchen. So, hatten wir noch irgendwo Mumbo-Schädel oder? Tatsache. Dann kommen wir doch vielleicht hin mit den 20 irgendwann. Ich meine, wir haben in der siebten Welt auch noch alles abzusuchen. Ich weiß ja nicht, wann der letzte Mumbo kommt. Vielleicht kommt er erst nach der siebten Welt. Aber er braucht 20 Schädel.
Und dass die Aliens so viele Schädel in ihrem Raumschiff haben, weiß nicht, was, wo die die hernehmen, ne? Was für Experimente dafür verantwortlich sind. Guck mal, hier leuchtet die Krabbe sogar durch, so verstrahlt ist die. Ich glaube, das wär's, oder? Erfolgreiche Beute. So, da fehlt noch ein kleines Notleinchen. Und erinnert ihr euch, wir waren doch irgendwo unten. Noch einen Blick werfen, man weiß ja nie. Vor allem wegen den Schädeln, das hat mich gerade ein bisschen gierig gemacht. Bei dem Wasserfall, da waren wir doch. Und haben oben die Note gesehen, über diesen schmalen Grat. Und den habe ich immer noch nicht gefunden. Vielleicht von der Luft aus. Ach, come on! Naja, wir sterben ja nicht, also beschwere ich mich mal weniger. Ah, bestimmt muss ich da mit der Biene hindern. Ja, machen wir das doch direkt. Mit der Biene waren wir noch gar nicht da und die Biene findet bestimmt den Eingang zur letzten Note. Bugadaga! 11 Schädel to go. Und wie gesagt, einen haben wir noch in der 5. Welt. Wo ich weiß, wo er ist und wo ich mir dachte so, haha, ich brauch doch keine Mumbo-Schädel. Ach ja, okay, Sumsel. Nee? Ach. Okay. I don't know. It's blind for me, okay? In dem Bereich sollst du nicht als Biene hin. Ich dachte in jeden. Jetzt aber die Typen wieder da? Nee. Moment, das war... Ist da die Flugplatte? Komm ich da hin? Die Gegner bleiben auch weg. Herrlich. Warte, ich muss ganz kurz eins höher und dann... Komme ich zur Flugplatte. Gut, das ist einerseits schön und andererseits denke ich mir, scheiße. Wo soll ich jetzt suchen? Wo waren das? Dass ich mir vielleicht geografisch vielleicht ein bisschen einen Reim drauf machen kann. Wo ich in den Berg rein muss oder so. Schon wieder zu hoch, war. Ich muss gestehen, Banjo Dreamy ist ein bisschen Arbeit geworden. Aber das Projekt geht schneller vorbei, als man gucken kann. Behaupte ich jetzt noch. Deswegen nur die Ruhe. Jetzt habe ich nicht mehr im Blick, wo das war. Hier bei den Häusern ist vielleicht ziemlich spannend. Ne, da war eine. Jetzt finde ich es natürlich nicht mehr. Da ist der Level-Eingang. Da ist Wasser. Da geht's rein. Da geht's rein! Ich hab's! Oh nein, hier ist so ein Verrückter, ne? Och, ist es euer... Ist es echt ernst so? Nee, ich bleib halt auch stehen wie so ein Nappes. Ich bleib halt auch stehen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der mich perfekt trifft. Und auch so trifft, dass ich irgendwie seitlich wegfalle. Ist das hier? Nee. Schade. Aber es darf doch unweit sein. Das ist der Rückweg. Man lernt nie aus, ne? Wo ist denn das jetzt? Es ist anstrengend. Aber nur noch eine Note und dann bin ich jetzt auch hier weg. Dann hätten wir in diesem Part 10 Noten geschafft. Wow!
Schaffst du im Originalspiel eigentlich ein paar Sekunden? So, ich glaube, da ist die Flugplatte. Nehme ich total auf meine Kappe, Freunde der Nacht. Markus ist schuld. So, da unten sind diese Säulen. Und hier ist das Wasser. Hier ist der obere Eingang. Ja, das ist ja so eine unbequeme, so eine effektive Kombo vor allen Dingen. Den Schneemann dahin zu klatschen. Und dass sie hier so ein bisschen balancieren muss. Ich war halt erst irritiert. Wegen dem Wasserfall auch. Oh mein Gott. Yes, gibt's hier noch was Geiles? Ich weiß nicht, ob wir es rausfinden werden. Ich werde mal von unten schauen. Humbo-Schädel? Wo kam ich her? Von da. Es sind zwei Wege. Vielleicht kann ich es erkennen. War das nur so ein Extra-Leben? Eine goldene Feder. Leute, wir kratzen die Kurve. Wir haben 20 Noten. Ja, die Welt ist halt extra extended, ne? Ein Heidenspaß. Hard-Versionen der bereits gesehenen Welten. Wir haben nur noch den Space-Abschnitt und dann werden wir im nächsten Part diese sechste Welt dann abschließen. Hätte ein bisschen besser laufen können, aber es ist blind und ich habe es rausgefunden und ja. Danke, dass ihr mir beigewohnt habt. Also ich wage es jetzt mal auf die Express-Variante. Auch wenn ich da manchmal ein bisschen Angst habe. Und das nächste Mal gehen wir in den letzten Bereich. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao.